Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier im Arsch. Wir fahren unsere erste Milch zu der Molkerei, privaten Molkerei, Produktion. Die ist ja genau gegenüber, da wo ich auch die Molkerei war oder ist. Wir fahren jetzt mal hin, ganz vorsichtig mit diesem LKW. Weil er übersteuert ganz gerne. Und dann werden wir auch Leerpaletten brauchen. Ich hoffe, es wird kein Holz brauchen dafür, weil Sägewerk ist glaube ich leer. Das heißt, dann müssen wir da auch aktiv werden, ne, mit Holz. Also bringen wir die erste Lieferung an mit Milch. Mal schauen, wie das klappt. Draußen mal so ein Annahmepunkt. Und dann sehen wir weiter, ob wir ein Sägewerk ein paar Leerpaletten bekommen. Und wenn nicht, müssen wir uns drum kümmern. Das heißt, wir müssen Holz haben. Aber keine Angst, wir brauchen nicht viel Holz, 2-3 Ladungen ungefähr. Ist ja mal so, ne? Haben wir schon da die neue Fabrik. Rechts. Ich habe schon die Türen geöffnet. Aber die Milch war draußen. Na, beifahren schön. Und hier sind die Silos, die Milch. Das müsste eigentlich der Punkt sein zum Abladen. Müsste. Was geht da rein? Gut, Milch geht da rein. Papierpalette. Kartonpalette. So, dann hoffentlich haben wir noch Papier und Karton da. So. Gibt es hier eine Anzeige für? Aber hier ist der Anschluss. Das ist beruhigend, dass die Hähne zu sind. So. Mal gucken, wo wir hier einen Punkt haben, wo wir das entsprechend sehen können. Müsste eigentlich irgendwo sein. Nix. Macht nix. Ach, hier ist eine Anzeige. Ja, die Milch kommt an. Und die kann man entsprechend auch entsprechend herstellen. So. Das heißt, wir brauchen, kriegen hier Vollmilch, Butter, Sahne, Joghurt, Quark. Das ist gut. Wir brauchen Leerpaletten, Karton, Papier. Das heißt, wir gehen mal zum Hof. Da haben wir LKW dafür. Keine Sorge, nicht mit dem Traktor. Wir sind startklar für den Frühling, ne? Grasernte zum Beispiel. Oh, unser Palettenanhänger, wo ist der wieder geblieben? Da, ach, da vorne, okay. So. Fahren wir erstmal zum Sägewerk und. Halt. Wir fahren mal zum Sägewerk und dann werden wir entsprechend versuchen mal Paletten zu kriegen. Wenn wir das nicht mehr da haben, dann werden wir uns gleich auf den Weg machen müssen in Richtung Sägewerk. Wir werden die ganze Milch verarbeiten können, ne? Sind die 800.000 schnell wieder verdient. Und die Thüringer Milch soll auch nicht schlecht sein. Können wir was drauf machen, ne? Zum Sägewerk wollte ich fahren. Ich überlege mir, wo ist gerade hin? Es ist soweit. Hab doch Urlaub, ist doch nicht mehr so schlimm. So, da ist unser Sägewerk. Schauen wir mal, was wir Schönes haben. Ich hatte hier auch nach einer Weile probiert. Mensch, wieso haben die alle ein anderes Sägewerk und ich nicht, obwohl ich es abgesichert habe? Ja, ich habe das Original gelöscht. Ja, natürlich vorher abgesichert, ne? Und dann habe ich das wieder neu eingeschoben. So, Paletten haben wir auf jeden Fall da. Das ist gut. Karton, ne, das sind OBS und Dingsklappen, die brauchen wir nicht. Aber es wird nicht lange reichen, wir müssen bald hier was tun. So, Leerpalette. So, Maximum. Erzeugen, erschaffen oder so, ne? Zeugen tun wir woanders.
Die sollten aber alle nicht reichen normalerweise für unsere Zwecke. Aber wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall mal einen Wald und Holz ein Holz machen für unsere Produktion. Ne? Sonst wird das nichts mit unserer. Wir können ja ein paar da lassen fürs Fall des Falles, dass wir fürs Käserei auch noch machen würden. Geld wird ja reichen dafür. Obwohl, die fünf Dinger machen es auch nicht fett, ne? Ab ja das aufsammeln, ne? So. Wir haben noch 17 gehabt. War er weggeschoben. Da ist noch mit. Jo. Jetzt haben wir 17 Paletten drauf. Leere. Die Haken gehen nicht rüber. Na, dann macht nichts. So, wir fahren jetzt zu unserer neuen Produktion für Milch. Dann geht es nochmal zurück. Überlegen. Ja, nun ist egal. Kartons und so müssen wir auch noch holen. Das machen wir trotzdem gleich. Die kriegen wir rauf. Wir brauchen immer nicht viele, wenn das Produktion immer läuft. Ne? Müssen so. Oh, Hacks jetzt müssen wir auch noch herstellen. Wir haben zum Glück eine Ladung von Thüringen hierher gebracht. Also Hackstanze. Das ist gut. Dann kann ich den auch nicht gleich herfahren. Also ich habe schon planiert, hier kommt die Käserei her. So, Paletten. Ach so, ja, nicht Paletten abladen. Ich habe schon wieder. Nee, also. Reifen Kaffee, ne? Das Dreie. Okay, Papier und Karton war gewesen. Schauen wir mal, ob wir genug da haben. Ich habe immer verkauft gehabt. Aber da war doch mein Plan noch nicht so weit gewesen. So. Was haben wir? Toilettenpapier haben wir. Okay, brauchen wir nicht. Karton. Oh, 1%. Oh. Und Papier. Papier haben wir. Und Karton haben wir. Auch nicht genug. Das heißt, wir müssen den Hackschlüssel jetzt hierher fahren. Das müssen wir zuerst machen, bevor wir hier weiterfahren. Papier und so. Wir brauchen Karton. Das heißt, wir können den Anhänger hier stehen lassen. Auch wenn eine Gefahr ist, wenn wir suchen. Wir werden mal gleich mal einen Hänger mit Hackschnitzel holen. Wir haben noch einen im globalen Markt. Also einen kriege ich rein. Also ein bisschen was produzieren können. Da können wir nur Karton aktivieren. Dann haben wir da ein bisschen Glück, was wir also was kriegen. Ne? Ansonsten müssen wir wirklich mal rangehen im Wald und entsprechend das herstellen. Hackschnitzel machen wir auch. Ja, am Sägewerk kriegen wir also Abfall. Ne? Dann müssen wir das Sägewerk stark beliefern. Und dann da hängen wir uns den blauen an. Der andere wird nicht passen. Das ist nur für Getreide. So. Schauen wir mal. Müssen wir das wieder kaufen. Sonst wäre es so einfach, ne? Na, da fahren wir mal hin, da soll es laufen. Hey, da Pumpel ist auch da. Voll? Schon leer. Guck mal gleich. Hackschnitzel müssen wir hinten kriegen. Der hintere im Rosen. Diesen hier. So. Kein Stroh, Hackschnitzel. Pro Stroh können wir auch wegfahren. So. Weiz ist noch drin, okay. Hackschnitzel.
Gut. Ist nicht viel, aber es würde mal reichen, ne? Einfach. Wird ja das Stroh, ne? Das ist schlecht. Ich meine, gut, das kann man mitnehmen. Für so krieg ich halt von vorne rein, das muss ich. Könnte sein, auch vorne rauskommt. Normalerweise dachte ich mir so, ja, vielleicht auch anders gedacht. Dann hauen wir das natürlich gleich wieder rein. Bei der Pelletproduktion für Stroh. Soll auch ein bisschen laufen, ne? Können wir auch nicht aussuchen, geht nur Stroh aktuell. Warum nicht gekauft? So, das haben wir gekauft. Das hat man nicht gekauft gehabt. Da gab es schon mal Finger. So. Hoffen wir doch jetzt da auch entsprechend. Müsste ja eigentlich Dings rauskommen, ne? Na. Hacknetzel. Man muss aufpassen jetzt beim. Das wird nicht verkehrt abladen, ne? Denn die anderen brauchen das auch. Müssen wir erst Papierfabrik ranfahren. Oder da sofort. Entschuldigung. Einstellen, dass nur Kartons hergestellt werden. Alles andere haben wir erstmal hier, ne? Dann müsste ich in Thüringen noch mehr herstellen, hat gesagt. Weil da haben wir im Winter mehr Zeit, weil da keine Produktion groß haben, ne? Ich muss mal gucken, ob da eine Fabrik haben, die das herstellt. Als Abfallprodukt. Ansonsten müssen wir da mit Maschinen arbeiten. Muss ich mal gucken. Was passendes finden. Na, kriegen wir Gegenverkehr? Da. Biegen wir hier vorne ab, das ist so unsinnig. Kommen wir nicht vorbei. So, ab hin zur Kartoffelfabrik. So. Noch ein bisschen mehr Stress als ich dachte, aber Stress haben wir nicht, ne? Ist ja ein Spiel. Das ist ja ein Spiel. Heute würde ich 7 Folgen aufnehmen. Muss aber nicht. Dazu sagen, ne? Und morgen in aller Ruhe fahren wir das bearbeiten. Da brauche ich ja nur noch 7 Punkte bearbeiten, die ich jetzt gerade aufnehme. Weil die anderen habe ich schon fertig. Und zwar habe ich schon hochgeladen für Thüringen für die Sonntagfolge und Montagfolge. Das müsst ihr jetzt schon gesehen haben. Wenn ihr reingeguckt habt, das solltet, ne? Denn da war die große Ernte mit Weizen. Hatte ich mir im Livestream gerade verkehrt geschrieben mit Gerste. Aber ist ja im Grunde die gleiche Arbeit. Man den Flüchtigkeitsfehler zu verzeihen, dass keine Gerste war, sondern nur Weizen. Aber Weizen, apropos Herstellung. Wir wollen noch nur Kartons haben. So. Hackschnitzel. Halt. Karton. Aktiv. Papierherstellung. Halt. Aus. Aktiv. Das passt. Die hätten wir auch kaufen können.
Aber ist ja nicht notwendig, ne? Haben wir was haben, ne? So, dazu eine Runde fertig. Dann werden wir den Stroh. Natürlich war es das auch noch eigentlich da. Gut. Muss man irgendwann wieder Outdrive-Kurse fahren lassen mit Wasser, ne? Können wir ja mal im Sommer machen, ne? Wenn wir Zeit haben. Naja. Ich habe noch Schweine zu abliefern, also das muss ja auch noch passieren. Das können wir ja zwischendurch machen. Jetzt gleich nachher. So. Schauen wir nicht hier nach. So, mal gucken. Umstellen nach vorne. Das ist ja Stroh aus dem globalen Markt, ne? Dann haben wir jetzt, naja, wir haben noch genug Platz. Schon wieder alles verarbeitet, ne? Stroh ist verarbeitet. Heu. Gut, wir warten auf eine große Nachfrage. Müssen wir hier noch eine Runde fahren? Stroh. Aber ich weiß ja gar nicht wann, ne? In der Folge sicherlich nicht. So, die Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Sag mal tschüss und ciao, ciao. Ja, die Zeit, die rast wieder mal, ne? Wir haben wieder über 15 Minuten. Ja, ich sag mal schön Dank fürs Reinschauen. Hat mich gefreut. Mit einem anderen Zuschauer gekommen ist, ne? Könnte ja sein, ne? Also wer bis zum Schluss geschaut hat, der kann meine Dankesrede immer hören. Seid mal tschüss und winke, winke. Bis, ja, bis morgen, wenn ihr wollt. Tschüss.